So, heute ist mal wieder ein Paket gekommen für mich. Diesmal was ganz, ganz Besonderes, nämlich eine Neuentwicklung. Und ihr seht, das ist schon mal ein spannender Steckeransatz, nämlich das ist ein WIS-10 von Hirschmann, der bei der A77 in den Remote Socket, in die Fernsteuerungsbuchse eingesteckt wird. Und hier am Ende ein sechspoliger Stoko. So, wunderbar. So. Ja, was hier gekommen ist, ist eine Autoplay-Platine mit einem Doppelradar-Koppler. Radarelemente hier auf der Seite mit knapp 24 Gigahertz werden praktisch Mikrowellen durch eine Gehäuse Wand gebeamt und die Reflexionen werden von dem Doppelkoppler aufgefangen und dann über die Remote-Buchse an die Laufwerksteuerung einer A77 geleitet. Ja, Prototyp bereits im Test gewesen oder kommt noch in den Test und ja, ich werde darüber berichten, wie das System dann funktioniert. Es ist ein kleines Modell. Wir haben dazu ein Gehäuse produziert. 3D-Verfahren, 3D-Druckverfahren. Wird hier dann noch kurz verschraubt. Halt andersrum, da muss man sehen, genau so. Und kommt dann praktisch mit einem Spezial Klebeband auf die Rückseite einer A77. Das ist die Seite, die zur A77 zeigt. Und dort wird dann die Rotation des linken Wickelmotors aufgegriffen und signalisiert der Elektronik, läuft noch und du darfst nicht sofort von Umspulen vorwärts, rückwärts auf Play gehen und sofort die Andruckrolle anziehen, weil sonst wird es Bandsalat geben. Ja, die kleine Entwicklung recht schnell durchgezogen, 6 Wochen. Und wird vielleicht noch vor Weihnachten in den Handel kommen.